Ist Kim Kardashian schon bereit für einen neuen Mann? Im Liebesleben der Reality-TV-Bekanntheit geht es zuletzt ganz schön turbulent zu. Nach der öffentlichen und hässlichen Trennung von ihrem Gatten Kanye West Anfang 2021 bändelt die Unternehmerin im Oktober mit dem Comedian Pete Davidson an. Die zwei führen offenbar eine intensive und glückliche Beziehung. Doch ihre rosa Blase platzt schließlich im August dieses Jahres. Will Kim nun eine Weile Single bleiben oder ist sie schon auf der Suche nach einem neuen Kerl? Genau diese Frage stellt James Corden Kim jetzt in seiner The Late Late Show. Ich mache mir über so etwas nicht viele Gedanken. Ich schaue mich auch nicht mal um. Ich will mich jetzt einfach für eine Weile nur entspannen. Ich glaube, ich brauche mal ein bisschen Zeit für mich und um mich auf meine Zukunft zu fokussieren. Kim wolle erst einmal ihr Jurastudium abschließen, bevor sie wieder auf Männerjagd geht. Doch wenn es soweit ist, weiß die 41-Jährige schon, sie will ihr Beuteschema verändern. Ich denke, ich werde in einem Krankenhaus auf die Suche nach einem Doktor gehen oder in einer Anwaltskanzlei suchen, erklärt sie amüsiert. In der Zukunft stelle sie sich eher einen Wissenschaftler, Biochemiker, Arzt oder Rechtsanwalt an ihrer Seite vor. Ob Kim dieses Vorhaben wohl gelingt? Es bleibt definitiv spannend.